Armbrüste gibt es viele. Aber das, was ich hier in Händen halte, das ist irgendwie was wirklich Besonderes. Es ist eine Verbindung aus Luftdruckgewehr und der Kraft einer Armbrust. Und das ist wirklich top. Und wenn dich interessiert, was dieses Teil kann, was es für dich kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossner vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Armbrust-Dingsbums, und das ist etwas ganz Besonderes. Es nennt sich nämlich Steambow, der Flüsterbogen, also die Flüsterarmbrust. Was ist der Trick dabei? Ich habe hier eine Pressluftflasche, die kann ich aber auch, und sage gleich dazu, durch eine herkömmliche CO2-Kapsel ersetzen. Dazu aber später. Ich habe einen ganz normalen, klassischen Bogen, und zwar einen richtig schönen, fetten Bogen. Und ich habe hier ein Element, hier habe ich diese Elemente, die mir den Bogen spannen. Jetzt ist er gespannt. Und wieder entspannen. Das bedeutet, ich gehe jetzt im entspannten Modus, setze meinen Pfeil ein oder meinen Bolzen oder wie auch immer du das nennen magst, habe hier hinten einen kleinen Hebel, den drücke ich und schon bin ich wieder gespannt und bereit zum Schießen. Wenn ich jetzt nicht schießen will, wenn ich sage, ich will doch nicht schießen, dann ziehe ich diesen Hebel wieder. Und der Druck geht wieder raus und die Wurfarme sind wieder entspannt. Das heißt, ich kann ein blitzschnelles Schießen durchführen. Entspann mir, hol mir die Sehne, zieh sie hinein, lege jetzt zum Beispiel einen Pfeil ein, drück wieder drauf und bin wieder schussbereit. Und das finde ich wirklich extrem fett. Es hat und auch einen ganz klaren Vorteil. Ja, und den mag ich da jetzt zeigen. Ein weiterer Vorteil ist ganz einfach die Möglichkeit, dieses Teil hier in der, ich sag jetzt mal, Home-Defense-Selbstverteidigung einzusetzen. Schau mal her, ich habe jetzt den Bolzen, den Pfeil, hier in der Armbrust eingelegt. Es ist keine Spannung auf der Sehne, also das Ding ist absolut sicher. Ja, da kann einfach nichts sein. So, und ich habe hier eine CO2-Kapsel, 88 Gramm, die, und das möchte ich dazu sagen, auch noch keinen Gasdruck drauf hat. Es gibt hier einen Adapter. Ich schraube das Teil ab, damit du das siehst. Die ist nicht angestochen, ja, die ist noch komplett frisch. Da ist ein Adapter und du schraubst es in diesen Adapter hinein. Bis zu dem Punkt, an dem du einen ersten Widerstand spürst. So, der ist jetzt da. So, und so kann ich das Teil ja ewig stehen lassen. Der Druck bleibt im Gas, also das bleibt in der CO2-Kapsel, das ist alles ganz sicher, es kann nichts passieren. Und im Fall der Fälle gehe ich einfach her und sage, okay, ich möchte jetzt sofort schussbereit sein. Ich nehme diese CO2-Kapsel, drehe sie drauf, einen Ruck und das Teil ist gespannt und let's go. Und das ist halt eine absolut geniale Sache. Ich kann jetzt auch noch einmal hergehen, mir noch einmal die Armbrust hernehmen, spannen, ja, und noch einen neuen Pfeil einlegen und noch einmal schießen. Das heißt, das kann man jetzt, ich würde jetzt schätzen, 6 Pfeile abschießen insgesamt mit dieser CO2-Kapsel, was natürlich in einer Home-Defense-Situation ohnehin dann die Frage ist, was brauche ich. Aber wie gesagt, der große Vorteil ist der, du kannst das Ganze im Stand-by halten, also in der Bereitschaft halten und erst dann einsetzen, wenn du es wirklich brauchst. Es ist während dieser Stand-by-Zeit absolut sicher, es kann nichts passieren und das ist meiner Meinung nach schon ein massiver Vorteil. Ja, einen Schuss habe ich jetzt mit dieser CO2-Kapsel ja schon gemacht und jetzt wollen wir schauen, wir haben jetzt ungefähr 0 Grad, es ist reif, wie viele Pfeile ich da raus schießen kann. Zwei, drei. Das Problem bei CO2 ist eben, dass es bei Kälte nicht so top funktioniert wie Pressluft. Bei Pressluft ist das ja anscheinend nicht so ein großes Problem. Ich muss aber gleich etwas dazu sagen. Also für mich ist das als Bogen- und Armbrustschütze ist das mit dieser Pressluft und CO2 ohnehin so eine Geschichte. Und da muss ich auch sagen, da muss man ganz einfach durch und es ist im Paintball-Bereich oder bei Luftdruckgewehrschützen eigentlich ganz, ganz normal mit solchen Dingen zu arbeiten und da muss man sich ganz einfach ein bisschen eingewöhnen. So. So.
Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel das jetzt waren. Aber du siehst die Kadenz, ja, was da eigentlich rausgeht. Und das finde ich einfach super. Ich glaube, dass auch Leute, die Armbrustschützen sind, jetzt mitfühlen können und denken, boah, wie einfach geht das? Wie viel Schuss lässt der Reine da einfach raus, ohne dass er sich wirklich anstrengt? Kann die ganze Zeit noch immer deppert reden? Wenn du das mit einer herkömmlichen Armbrust machst oder genau mit dieser Armbrust hier von Excalibur und das Handy spannen musst, dann geht das nicht so locker vom Hocker und du kannst nicht so viele Pfeile in so kurzer Zeit ganz locker rauslassen. Und das hat schon was. Und jetzt gehen wir schon langsam die Pfeile aus. Einen habe ich noch. Und die CO2-Kapsel geht noch immer. Also du siehst, obwohl es hier kühl ist, obwohl es kalt ist, die Kadenz und die Möglichkeiten von diesem Steamboat sind wirklich beeindruckend. Also du hast jetzt gesehen, dass auch mit einer normalen CO2-Kapsel 88 Gramm da das eine oder andere geht und natürlich mit Pressluft. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich dir dann noch später. Aber du wirst jetzt sagen, was ist, wenn ich das Teil nicht habe? Kann ich dann meine Armbrust wegwerfen? Nein, musst du nicht, denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ganz normal zu spannen. Ja, natürlich kannst du diese Armbrust auch ganz normal verwenden. Dafür gibt es hier diese kleinen Bolzen. Ich habe einen schon eingebaut. Das ist einfach so ein Metallteil, das du zwischen den Zylinder und den Wurfarm einbaust. Das heißt, das wird hier eingesetzt. Ja, so. Festschrauben zur Sicherheit, damit das ganze Teil nicht runterfällt. Und jetzt ist die Armbrust wieder ganz normal, wie du sie halt kennst, eine normale Armbrust. Und du kannst sie spannen und das machen wir jetzt. Nun gut, natürlich funktioniert diese Armbrust auch ohne Pressluft. Ich gebe jetzt die Pressluftflasche runter, werfe sie weg damit. Und jetzt spanne ich das ganze Teil von Hand. Das heißt, ja, jetzt wirst du gleich sehen, die Sache ist nicht mehr so einfach, wie gerade vorher noch, wo ich locker vom Hocker einfach gespannt habe. Jetzt, oh Gott, Sacker! Warte mal. Also ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank gibt es irgendjemanden, der diesen Steamboat erfunden hat. Weil da, du siehst, der Kraftaufwand und wie lange das dauert, das ist einfach kein Spaß. Schießen mit einem Gewehr aus liegender Position ist ja keine große Herausforderung. Ne? Schießen mit einer Armbrust liegend. Wenn du dir das überlegst, was du jetzt gerade vorher gesehen hast, mit dem Spannen, das ist schon eine ganz andere Welt. Mit dem Steamboat und etwas Übung ist das kein Problem. Daher, diese Armbrust ist ein bisschen mehr als nur eine Armbrust oder ein Luftdruckgewehr. Es ist ein ganz neuer Typ von Waffe, es ist ein ganz neuer Typ des Schießens und der Möglichkeiten, die du damit hast. Und meiner Meinung nach eine Evolution im Schießsport. Ein weiterer Vorteil des Systems ist, dass du es wirklich sehr fein zusammenlegen kannst. Das heißt, es gibt hier einen Schnellverschluss. Einfach draufdrücken, den Wurfarm auf die Seite legen, Schnellverschluss wieder rein. Und das mache ich gleich auf der anderen Seite auch wieder. Die Sehne hier noch einmal mit rein fixieren. Und schon hast du ein kleines, feines, kompaktes Teil, das du im Rucksack oder auch mit einem Gewehrriemen ganz locker vom Hocker tragen kannst. Für den absoluten Notfall gibt es auch eine Handpumpe. Das heißt, du kannst hier doch mit sehr einfachem Griff, da ist ein Ventil drauf, das wird hier an die Flasche angeklackt und dann ja, von Hand die ganze Geschichte machen. Das ist eine Notlösung, die ich dir nur dann empfehlen kann, wenn es wirklich sein muss. Aber wenn es sein muss, dann funktioniert es. Bei Waffen, und das Teil ist natürlich eine Waffe,
da sind Sicherungen ganz einfach nötig. Und da hat die Firma Steamboat und natürlich auch Excalibur schon als Grundbasis nicht mit Sicherungen gespart. Du hast einerseits einmal eine Sicherung ja, direkt an der Armbrust. Du hast aber dann, was diese Pressluft und auch dieses CO2 betrifft, noch einmal Sicherungen. Hier an der Pressluftflasche. Du kannst hier ein- und ausschalten. Du kannst sie unter Druck stellen, die gesamte Gasleitung. Hier hinten hast du eine Sicherung, um das unbeabsichtigte Spannen und Entspannen zu verhindern. Es gibt ein Überdruckventil. Also das Ding ist wirklich hundertprozentig sicher und darum soll es ja auch gehen. Und das finde ich einfach eine klasse Sache. Ja, insgesamt ist dieser Steamboat natürlich eine absolut geniale Sache. Und weil die Frage immer wieder kommt bei meinen Videos, kann man da Jagdspitzen montieren? Ja, bei dem kann man natürlich Jagdspitzen montieren auf die Pfeile, entweder Feldpfeil zum Sportschützen oder ja, eben diese mörderischen Pfeilspitzen, das ist alles kein Thema, kann man draufschrauben. Und ganz klar, dass natürlich Bogenjagd in Österreich, Deutschland und der Schweiz verboten ist, ist eine andere Sache. Aber gut, wie auch immer. Dieses Ding hat Vorteile, Nachteile. Ich mag ganz kurz über Nachteile unter Anführungszeichen sprechen. Das eine ist, du musst halt ein bisschen was wissen. Das ist nicht so wie bei einer Pistolenarmbrust, wo ich einfach spann und schieße und fertig. Es braucht ein bisschen Beschäftigung mit dem Ding. Das habe ich auch selbst gesehen, wie man das mit der Pressluftflasche macht und die Sicherungen, die da dran sind. Und das braucht ein bisschen... Ich sage jetzt mal ein bisschen Energie, die du investieren musst, damit du mit dem Ding umgehen kannst. Und das ist halt ein Nachteil vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, weil du ja dann eine wirklich wirkungsvolle Waffe hast, die etwas kann, was viele andere Dinge nämlich nicht können. Aber dazu komme ich dann gleich. Und der zweite Nachteil, der wird jetzt für den einen oder anderen auch natürlich da sein. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Und das Ding kostet natürlich... auch ein bisschen Geld, das ist mir auch bewusst und auch das mag ein Nachteil sein. Du kriegst dafür aber auch etwas ganz Besonderes. Ist einfach so, ja. Der Preis ist so, wie er ist und mag vielleicht für den einen oder anderen zu hoch sein, aber es ist es auf jeden Fall wert. Aber jetzt mag ich über die Vorteile sprechen, über das, was dir dieses Produkt bieten kann. Du kannst sehr einfach, du hast es ja selbst gesehen, ganz schnell ohne Kraftaufwand schießen mit einer Armbrust, mit absolut voller Leistung und das macht einfach Spaß. Und du kannst liegend schießen, das geht mit einer normalen, klassischen Armbrust, mit dieser Excalibur-Armbrust, wenn die eben nicht dieses Steamboat-Modul mit aufgebaut hat, geht das nicht. Du hast eine Schussfolge, die absolut abartig ist. Also ich bin absolut begeistert und du kannst, wenn du etwas übst, das Ganze auch Steam, also wirklich ganz lautlos ein- und ausspannen. Und all diese Sachen kannst du auch auf meiner Homepage anschauen. Klick unten auf den Link und schau dir das an. Da wird ganz genau beschrieben, wie man diese Dinge einbaut, anbaut, umbaut. Also das kannst du dir alles anschauen. Und das ist halt schon ein wirklich massiver Vorteil. Also, für all jene, die gern Armbrust schießen wollen, aber nicht die permanent spannen wollen, ist das eine Lösung. Wenn du dies vielleicht, und ich sage das böse Wort jetzt, in der Heimverteidigung einsetzen willst, dann ist auch das, du hast es gesehen mit dieser CO2-Flasche, eine wirklich vernünftige und gut durchdachte Lösung. Muss ich einfach sagen. Und bedenk, das ist ein Sportgerät. Das ist ein Sportgerät, also ab 18 Jahren kannst du dieses Teil kaufen. Es wird nicht registriert, es ist keine Schusswaffe im herkömmlichen Sinn, die irgendwo registriert oder eingetragen wird, sondern du kannst ab 18 Jahren dieses Teil kaufen. Und ich finde auch das ist ein Vorteil für so ein ja, wirkungsvolles Teil. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, schreib mir ganz einfach unten, was du davon hältst, ob du so etwas dir überhaupt vorstellen hast können, so ein Hybrid zwischen Luftdruckgewehr und Armbrust, dass etwas ganz Neues rauskommt. Was hältst du davon? Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir da einen Kommentar schreibst. Und ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, wie du willst. Link zum Produkt findest du unten bei mir im Shop. Wir liefern weltweit, also egal wo du sitzt, wir können dir dieses Teil zukommen lassen. Meld dich ganz einfach, wenn du dazu etwas haben willst. Absolut sicher, absolut genial, absolut super und ich bin mir sicher, ich habe nicht alle Vorteile dazu gesagt, die es hat. Du kannst unentspannt, also den Pfeil eingespannt haben und herummarschieren und wenn du sagst, jetzt möchte ich, kannst du spannen, kannst wieder entspannen, ganz lautlos, du kannst irgendwo raufkraxeln, auf einen Berg raufkraxeln, entspannt und bist absolut sicher. Den Moment, wo du reingreifst, ich komme schon richtig ins Schwärmen. Ich sage danke fürs Dabeisein, ja.
Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten. Dein Rainer Rossmann, bis bald. Ciao.